Willkommen zurück bei Let's Play The Wolf Among Us. Das ist jetzt die zweite Episode. Viel Spaß! Episode 1. Faith. So, jetzt können wir es auch wieder steuern. Wir haben immer noch die Streichhölzer dabei. Die hätten wir jetzt dem Mädel eben geben können. In der ersten Episode. Ah, Glass Slipper Shoes. Hier einen Schuh von Aschenputtel. I guess shoes by Cinderella would have been too obvious. Okay, anscheinend hat Cinderella einen Laden für Glasschuhe aufgemacht. Auch interessant. Die Streichhölzer haben wir jetzt noch behalten. Man hätte sie jetzt auch dem Mädchen geben können, aber vielleicht werden sie ja später noch hilfreich. Die Plakette können wir uns angucken. Luxury Apartments. Tja, wenn man schreiben würde, das ist ein Haufen Müll, wäre es auch nicht schön. Was steht denn hier? Auf diesem Schild. Bleibt vom Gras weg. Sometimes be a disciplinarian. Snow, das könnte doch durchaus Snow White, also Schneewittchen sein. Da ist doch jemand. Aha. Sieht doch stark nach einer Frau aus. There's no walking on the grass. Snow White's orders. She made a sign and everything. I'll be sure to send her an apology. Beauty. Hello, baby. From Beauty and the Beast. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd, but there's an explanation. You're out pretty late. Is there some sort of curfew I don't know about? What's with a third degree? Damn it, I'm late. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and it would just make my life a lot easier. No. I'm not lying for someone when I don't know the reason. Sorry. I don't have time to go into it right now. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Not what you might be thinking. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie nennen sie jetzt nur Beauty, aber heißt die nicht im Originalmärchen Belle? Die Schöne und das Biest. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Ich habe das schon seit einigen Jahren nicht mehr gehört, das Märchen. Vielleicht heißt es im Original einfach nur Beauty und im Deutschen wäre das nicht so gut angekommen. Ein Wachmann, der seiner Berufsbezeichnung alle Ehre tut. Hey, you awake? Anscheinend nicht. Grimble. Probably for the best. Eine Rüstung? Mit Morgenstern.
oder sowas Ähnlichem. Ich glaube, ein Morgenstern ist anders. Ein Morgenstern ist, glaube ich, ohne Kette oder sowas. Aber da kenne ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig aus. Been a while since I got any mail. Seventh day in a row. Oh, unser Namensschild. Damn Big B Wolf. Again. Ja, offensichtlich ist nicht nur das Apartment miserabel und Damn das kleinste. Okay, ich dachte, ich könnte es jetzt aufheben. Kann ich auch, aber anscheinend erst da. Nicht nur das Apartment ist das kleinste und miserabelste, das Schild auch noch. So, meinst du auch das Einzige, was aufgeklebt ist? You think the sheriff would get a permanent listing? B-Wolf soll wahrscheinlich suggerieren, dass es auch Bad Wolf, der böse Wolf, böse Wolf sein kann. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nur noch den Aufzug. Gehen wir mal in unser Apartment. Bigby, hey, wait up. Have you seen my wife? Beast. Have you seen Beauty? Yeah, I did. What? When? Just now. You saw her just now. Just a few seconds ago. She walked past me. You can probably still catch her. Thanks. Und oben rechts seht ihr diese Book of Fables Entry, diese Einträge. Es gibt nämlich einen Erfolg, wenn man alle Book of Fables Einträge findet in dem Spiel. Aber dazu später noch mehr. Wir wollen wohl nicht erreicht werden. Waschen wir uns mal. Das hat ja gut funktioniert, aber wir sind ja auch Fables. Wir sind ein Fable. What a night. So, was haben wir denn hier? Kühlschrank, das Gefrierfach. Koma ist ins Gefrierfach. Wow. Selbst der Eiswürfelbehälter ist leer. Kühlschrank sieht wahrscheinlich ähnlich aus. Sieht das ja nach Ketchup einer bekannten Marke aus. Natürlich ohne Logo drauf. So, und dann komme ich doch nochmal schnell zu den Einträgen im Book of Fables. Das hier, Bluebeard Folder, ist ein Eintrag ins Book of Fables und das ist so ziemlich der einzige verpassbare Eintrag in dieser Episode. Also denkt dran, sammelt ihn ein, wenn ihr selber spielt. Never trusted this guy. Chinesisches Essen. I don't even remember ordering that. Probably a bad sign. Wer weiß, wie lange das da schon steht. Was haben wir denn hier noch so? Also mit dem linken Stick bewege ich mich und der rechte Stick ist hier der Cursor. Ein Ventilator. At least this still works. Das ist wahrscheinlich das hochwertigste Teil in der Wohnung. Should help. So, jetzt sollte es dann doch etwas angenehmer sein. Da liegt ein Schwein auf unserem Sessel. Nachdem wir eben mit einer Kröte gesprochen haben, kann uns das doch nicht mehr wundern, oder? Not again. Das scheint wohl öfter mal der Fall zu sein.
Huh. Hey, Bigby. I'm in your chair, huh? I'm tired, Colin. It's been a long day. Schön vorgewärmt. Got a smoke? Ob Schweine rauchen sollten. Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has got to stop. You can't keep sneaking off the farm like this. Welches Schwein er wohl ist? Ein Strohhaus, ein Holzhaus? They sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Bigby. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Calm down. I'm not sending you back. That for me? Die kleinen Schweinchen habe ich mir anders vorgestellt. Das the house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. Ist ja klar. If that was all you were saying, I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. It is better to be feared than loved. You know who said that? Yeah. Some sad asshole. Eating alone. But, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. I was doing my job, believe it or not. Your job is to beat the shit out of fables? Klar. Sometimes I take them to the farm. Fuck you. Oh, Ned. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make sense. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second story window, and I want to get in 2 seconds of shut-eye before I... Look. Dieser Schweineblick. If I give you this, will you let me sleep? Yeah, all right. Probably. Der geht mir auf Nerv, nö, der kriegt nix. Nice. You're fucking with me. Hilarious. I hate you. Tja, geh aus meinem Apartment.
dem Schwein uns schon eine Zigarette gegeben. Ist nicht auch noch ein Drink? Ist eh nicht gut für ihn. Und wir werden schon ein besoffenes Schwein bei sich zu Hause haben. Dass das Mädchen von vorhin ist. So, hier gibt's auch, glaube ich, ansonsten erstmal nichts zu tun. Gehen wir mal an die Tür. Ja, die Krawatte noch richten. Bigby! Snow? Schneewittchen. Snow. Snow! What? Sorry, I'm... What is it? What happened? I just can't get into it this second. We need to hurry to... Hi. Hello. Good morning. Or evening. Yeah. These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. Ja, wer wohnt denn alles so in diesem Gebäude? Beauty and the Beast ja auf jeden Fall. Snow, na, wer weiß. Wolf in Sheriff's Clothing. Oh Gott, es hängt gerade alles. Okay, das war das zweite Kapitel und damit dann auch die zweite Episode. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.